Ja, liebe Studierende, hier nun eine weitere Videobotschaft zur Stabilisierung des Studienprozesses unter Corona-Bedingungen. Kurz vielleicht nochmal zu meiner Person. Mein Name ist Stefan Kühne. Ich bin der Leiter des Dezernates Studium und Internationales und bin mit meiner gesamten Mannschaft verantwortlich für die gesamten Studienprozesse, für die Organisation der Studienprozesse hier an der Hochschule Zittau-Görlitz. Die meisten von Ihnen kennen mich sicherlich. Was wir heute kurz vielleicht in der Videobotschaft andeuten wollen, ist die neue Flexio, die Ordnung zur Flexibilisierung des Prüfungsgeschehens aufgrund der Umstände, die die Corona-Pandemie so mit sich bringt. Die erste Fassung, Sie erinnern sich, war ja bereits im Ende April verabschiedet worden und bringt so einige Veränderungen mit sich. Die wesentlichen Dinge dieser ersten Fassung waren die Gestaltung der Online-Prüfungen, die ja Ihnen praktisch den Studienprozess etwas erleichtern sollen. Die Erleichterung auch der An- und Abmeldungen von Prüfungen und die Gestaltung von Prüfungsformen. Die Prüfungsformen konnten geändert werden und das ist in der Ordnung auch niedergeschrieben. Nun ist die erste Änderung der Flexio, will ich sie kurz bezeichnen, erfolgt. Die ist gestern am Mittwoch beschlossen worden und tritt quasi heute am Donnerstag in Kraft. Die wesentlichen Erweiterungen bestehen darin, dass es Ihnen möglich ist, wenn Sie, ich will es mal ganz salopp sagen, einen Prüfungsversuch in den Sand setzen, eine 5 bekommen im Sommersemester, im Hauptprüfungszeitraum des Sommersemesters, dann können Sie diese Prüfung wiederholen und die Prüfungsversuche bleiben Ihnen erhalten. Also die wird einfach gestrichen und die Prüfungsversuche bleiben Ihnen erhalten. Das ist also eine wesentliche Änderung. Und weiterhin, wenn Sie mit dem Prüfungsergebnis nicht ganz einverstanden sind, das heißt, nach Ihrer Meinung Ihre Leistung nicht ausgeschöpft haben, eine 4 bekommen haben, dann können Sie innerhalb von 4 Wochen bzw. einem Monat, nachdem das Prüfungsergebnis bekannt geworden ist, dagegen Widerspruch einlegen. Das heißt, die Note kann annulliert werden und Sie können die Prüfung wiederholen, auch unter Beibehaltung aller Prüfungsversuche. Allerdings, anders als beim Freiversuch, gilt in dem Fall die neue Note. Das heißt, die Note, die Sie dann in der Wiederholung erzielen. Es ist nicht so wie beim Freiversuch, dass die bessere Note gilt. Also, wenn Sie eine Note bekommen haben, die Ihnen nicht ganz gefällt, sollten Sie gut überlegen, ob Sie die Wiederholung machen, denn wenn die Prüfung dann schief geht, müssen Sie die neue Note akzeptieren. Ganz besonders an dieser Stelle ist zu betonen, dass diese Regelungen natürlich nur für Prüfungen gelten, die Sie laut Prüfungsplan erstmalig im Sommersemester absolvieren, im Hauptprüfungszeitraum des Sommersemesters absolvieren. Das gilt nicht für Wiederholungsprüfungen als vorangegangenen Prüfungsperioden. Das ist ganz wichtig, denn das war ein langer Diskussionsprozess bei der Verabschiedung dieser Flexio. Gut, müssen wir mal schauen, was wir noch geändert haben. Es gibt eine Änderung für die Studierenden, die bereits in der Endphase des Studiums sind, die jetzt eigentlich gerne ihre Abschlussarbeit beginnen wollen und möglicherweise noch nicht ganz alle Prüfungen erledigt haben, die für die Zulassung zur Abschlussarbeit notwendig sind. Dort gibt es die Möglichkeit, dass man einen Antrag an den Prüfungsausschuss stellen kann, um, wenn noch eine Prüfung offen ist, trotzdem bereits die Zulassung zur Abschlussarbeit zu erzielen. Wenden Sie sich diesbezüglich an den Prüfungsausschuss. Das ist diese Botschaft und ganz wichtig ist die Aussetzung der sogenannten Jahresfristen laut Paragraf 35 Absatz 4 des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes. Das gilt allerdings auch für Prüfungen der Nachprüfungszeiträume. Wenn Sie also eine Prüfung bereits absolviert haben, nicht bestanden haben und diese Prüfung jetzt wiederholen müssen, gilt ja normalerweise die Jahresfrist, das heißt, innerhalb eines Jahres muss diese Prüfung wiederholt werden. Ansonsten wird sie automatisch mit 5 bewertet. Das ist im Sommersemester ausgesetzt, das heißt, wenn Sie diese Prüfung jetzt sich abmelden, bekommen Sie keine 5.
Das gilt allerdings nur, solange wie die Flexi-O in Kraft ist und das endet am 31.12.2020. Ganz wichtig zu beachten. Ja, liebe Studierende, ich denke, das sind die wesentlichen Änderungen. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenn Ihnen etwas unklar ist, ich bitte Sie natürlich, die Flexi-O, die ja auch im Internet jetzt veröffentlicht ist, nochmal ganz intensiv durchzuschauen. Und wenn Sie dann Fragen dazu haben, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben oder mich auch anrufen. Ich würde Ihnen dann gerne Auskunft geben, dass es zu keinen Missverständnissen kommt und Sie vielleicht falsche Entscheidungen treffen bezüglich Ihrer Prüfung. Gut, das war's in aller Kürze. Dankeschön.